Es gab in der Tat eine Wiedergeburt, eine Renaissance in jener Epoche. Schahnameh war zugleich das Ergebnis und der Motor der neu erwachten iranischen Identität. Nach 303 Jahrhunderten islamischen Herrschaft war dies auch sehr schwer zu bewerkstelligen. Wie bei einem Staffellauf haben mindestens drei Generationen von Denkern, Dichtern, Wissenschaftlern und Philosophen diese Identität Stück für Stück wieder aufgebaut. Ferdowsi hat mit seinem Lebenswerk die letzte Strecke zurückgelegt und die Schlusslinie siegreich erreicht. Schahnameh besteht aus drei Hauptteilen. Im ersten Teil lernen wir die Peshtadi-Könige kennen. Das Wort Peshtadi von avestäischen Prasata bedeutet so viel wie etwa die ersten Gerechten. Dieser Teil ist gänzlich der Mythologie gewidmet. Im zweiten Teil lesen wir über die Kayani-Könige. Auch diese sind mythische Gestalten, obgleich man hier einige assoziative Verbindungen und Ähnlichkeiten mit historischen Persönlichkeiten entdecken kann. Der zweite Teil ist vom Heldentum und hier ganz besonders von dem Geschlecht Narimans mit Sam, Sal und allen voran Rustam geprägt. Ferdowsi baut in diesem zweiten Teil seines Werkes ein Wertesystem der altiranischen Ethik auf, das allen voran auf Vernunft, persisch Kherat, Aufrichtigkeit, persisch Rosti, und Gerechtigkeit, persisch Dad, basiert. Der dritte Teil handelt von Historien, von Überfall der Makedonier und der Alexander bis zum Zerfall des Sassanidenreiches durch die arabo-islamische Invasion. Schahnameh hat nahezu allen persischsprachigen Dichtern und auch Philosophen des iranischen Kulturraumes, und dieser geht bekanntlich weit über die geografischen Grenzen des heutigen Irans hinaus, imponiert. So findet sich kaum ein Dichter im letzten Jahrtausend, der nicht das Gedankengut Schahnamehs in seinem Werk impliziert oder sein Vokabular angewandt hat. Einige Philosophen wie Avicenna und sein Schüler Sohrawardi haben die Mythen und Sagen des Schahnameh aus philosophischer Sicht interpretiert. Die Einwirkung Schahnamehs blieb nicht auf die Literatur beschränkt. So ist ein Großteil der iranischen Malerei den Szenen dieses Werkes gewidmet. Darüber hinaus entstand kurze Zeit nach Ferdowsi eine besondere Rezitationskunst, welche im Persischen Shahnameh-Khani oder Naqqali genannt wird. Dabei erzählt der Rezitator die Geschichten Shahnamehs in einer Art Einmanntheater unter Einsatz von Mimik und Gestik und rezitiert entsprechende Verse, die er vorher ausgesucht hat. Bemüht um eine Visualisierung der Shahnameh-Szenen bedienten sich einige Rezitatoren eines Gemäldes, das wie ein Vorhang aufgehängt wurde und fast allen Details einer Schlacht oder einer anderen Szene aus Shahnameh darstellte. So entstand die im Persischen Pardekhani von Parde Vorhang und Khandan Lesen, Vorlesen genannte Erzählart. Somit war nur kurze Zeit nach Ferdowsis Tod sein Werk auch ohne die Unterstützung König Mahmuds überall im Lande, in aller Munde. Überall
wo die Menschen Persisch sprachen, eine Sprache, die damals als eine internationale Sprache, eine Art Lingua Franca des Westasiens fungierte. Es dauerte nicht lange und schon wurde Schahname auch in Türkisch und Arabisch übersetzt. Somit konnte man dieses einmalige Werk nun in allen drei Sprachen der islamischen Welt bewundern. Jahrhunderte später wurde das Werk Ferdowsis auch außerhalb Asiens gelesen. Ins Französische wurde das Buch von Jules Moll als Le Livre des Rois im Jahre 1855 übersetzt. 1890 hat Friedrich Rückert Ferdowsis Königbuch ins Deutsche übersetzt. Ihm folgten dann Helmhard Canus Grede mit Das Königsbuch, Werner Heidicek mit Die schönsten Sagen aus Ferdowsis Königsbuch, Uta von Witzleben mit Ferdowsi, Geschichten aus dem Schahnameh und Jürgen Ehlers mit Rostam, die Legenden aus dem Schahnameh. Ins Englische wurde das Buch erstmals 1883 von Helen Zimmern übersetzt. Der Verlag Hyperworks gab im Jahre 2005 die Saga von Rostam aus Schahnameh als Bilderbuch heraus. Auch wenn Schahname unter den Kurden, Loren und Bahtiari-Volk im Iran eine auf mehrere Jahrhunderte zurückblickende Tradition in Verbindung mit Musik genießt, blieb einer Interpretation Schahnames der iranischen Musik verwehrt. Zwar haben einige wenige Komponisten Geschichten aus Schahnameh musikalisch interpretiert. Da sie sich jedoch Symphonieorchester und europäischer Instrumente zu diesem Zweck bedienten, blieb der erwünschte Erfolg dieser Werke aus. Die essentielle Voraussetzung, nämlich eine Übereinstimmung zwischen Wort und Klang, zwischen Lyrik und Musik, war nicht erfüllt. So schön der Klang einer Geige, einer Harfe oder einer Oboe auch ist, dieser kann den Hörer selbst durch den Zauber Ferdowsis Worte nicht in den Iran des 11. Jahrhunderts versetzen, geschweige denn in das mystische Zeitalter. Tausend Jahre, nachdem Ferdowsi die Vollendung seines Meisterwerkes datierte, ertönte die Geschichte Saals aus einem Orchester iranischer Instrumente in Teheran. Es war Sommer 2010. Die 40-köpfige Gruppe gab einer der schönsten Geschichten Schahnamehs zum Besten. Der Chor rezitierte einen Vers nach dem anderen und die Instrumente erwiderten in den Modi der traditionellen Musik Irans. Die Zeit war stehen geblieben. Und die Klänge der Instrumente erweckten die uralten Gestalten der iranischen Mythologie in den Seelen der Zuhörer, die nun fernab von Teheran in Groß Khorasan kreisten. Simorgh war mit einer musikalischen Interpretation wiederbelebt. Die Geschichte von Simorgh ist ein Teil oder eine Geschichte im zweiten Teil Schahnamehs. Es handelt sich um